was in diesem Video passiert. Oh, keine Chance, ich sag's euch. Was ich befürchtet habe, die Magneten hängen aneinander. Ich rutsche ab. Oh, ich glaube, das ist eine Schrotflinte, ungelogen. Okay, Freunde. Jetzt Mitglied werden für nur 99 Cent und exklusive Vorteile genießen. Thank you very much, brother. Ey, Schatz, du bist nur am Essen, ne? Oh Mann, Schatz, mein Mund. Film das doch nicht. Hallo. 9:30 schon längst vorbei. Mach das Knoppers weg. Bei mir ist immer 9:30. Yo, Freunde, was geht ab? Hier ist euer Johnny Hunt. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute werden wir wieder schön Magnetfischen gehen. Wieder mit dem Terror und mit dem Hardcore-Magneten. Aber keine Sorge, die anderen Magneten werde ich auch noch testen. Falls ihr das letzte Video nicht gesehen habt, das kam ja wirklich sehr gut bei euch an. Wir haben einen richtig heftigen Fund gemacht. Wieder eine Pistole gefunden und wir haben die Magnete getestet, den Terror- und Hardcore-Magneten. Und ihr habt gesehen, die sind wirklich sehr, sehr gut. Wir sind heute wieder an derselben Location wie beim letzten Mal, an meiner Lieblingsbrücke. Denn da sind wir letztes Mal nicht fertig geworden. Jeder Wurf ist nahezu ein Treffer. Bei jedem Wurf haben wir was rausgeholt und heute werden wir gucken, was wir hier noch alles rausholen können, wie viel Müll wir heute noch aus dem Fluss rausholen können und heute werden wir auf jeden Fall wieder ein paar gute Taten verbringen. An dieser Stelle, Freunde, nochmal eine kurze Frage. Habt ihr weiterhin noch Lust auf Magnetfischen-Videos? Dann lasst mal einen Daumen hoch da und wenn das Video 6666 Daumen hoch erreicht, werden wir weitermachen mit Magnetfischen. Ansonsten, Freunde, falls ihr neu auf dem Kanal seid, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Dann verpasst ihr kein Magnetfischen-Video mehr. Heute ist wieder ziemlich frisch. Ich habe aber meine Mütze an. Meine Freundin Amy ist natürlich heute auch wieder am Start. Hi, Freunde. Sie wird mich tatkräftig unterstützen. Und zu zweit lässt es sich natürlich auch besser Magnetfischen als alleine. Ist dann nicht so ganz so langweilig. Hey, nächstes Mal nehmen wir noch jemanden mit, oder? Ja. Dann stehen wir mit 3 Mann an der Brücke. Oder 2 Mann, eine Frau. Ja. Oder vielleicht 2 Frauen und ein Mann. Nee, ich glaube, das wird eher nichts. Okay, ich denke, ihr merkt schon, ich habe heute wieder richtig gute Laune. Hier ist schon alles vorbereitet. Oh, Schatz, wie du heute eingepackt bist, hä? Ist voll kalt. Okay, komm, nehmen wir unser Zeug, gehen da vorne zur Brücke und machen unsere ersten Würfe. Ey, ich habe gerade mein Auto getreten. Hast gehört. Ich laufe wie ein Pinguin, ey. Oh Mann, Schatz, du brauchst so lange. Ich warte hier schon seit Stunden. Ja, okay, wir binden die Magneten fest, dass sie gesichert sind. Dann geht es los. Heute ist ein bisschen mehr Verkehr da und es ist auch ein bisschen windiger als sonst und es ist verdammt kalt. Was machst du da? Siehst du da? Du sollst das nicht umherschmeißen. Warte, ich helfe dir gleich, mein Schatz. Was ist los bei denen da hinten? Der beobachtet uns richtig, der fehlt nur noch das Fernglas. Ungelogen, jedes Mal, wenn Leute so vorbeikommen, wie Magnetfischen machen, gucken die so, als würden die einen Alien sehen. Ey, das ist so kalt. Selbst hier die Autofahrer, ich habe es gerade schon wieder gesehen, die gucken einfach so unglaublich. So, Freunde, erster Wurf. Bei Amy hat sich das ein bisschen verheddert gerade eben. Los geht's. Ja, schön mit Schwung. Jawohl. Und die gucken immer noch. Als wenn das hier ein Spielfilm wäre. Oh, ich sag's euch, Freunde, es ist zwar verdammt kalt, aber Magnetfischen macht einfach so viel Spaß. Los, Schatz! Jawohl, sehr schöner Wurf. Mal schauen, was ich hier gleich rausziehen werde. Ich hoffe, ich ziehe gleich ein Fernglas raus, dann gebe ich denen das da hinten, dann können die mich besser beobachten. Jawohl, so muss das sein, Freunde. Erster Wurf und erster Treffer. Wir haben was Schönes, Großes hier am Start. Eine schöne lange Eisenstange. Krieg ich die ab? Ja, krieg ich ab. Nicht schlecht. Weiter geht's. Sofort wieder rein mit dem Magneten. Halt. Noch mal ein paar Steine hier abmachen. Die stören nämlich immer, aber ansonsten wieder direkt rein damit. Und Amy hat auch was dran, ne? Ja. Schaut's euch an. Ja, ey, hier ist so viel Zeug drin. Jeder Wurf, nahezu jeder Wurf ist ein Treffer. Das ist echt krass, wie viel hier über die Jahre reingeschmissen wurde. Zeig mal her. Ja, so ähnliche Teile hatten wir schon. Oh Mann, das Seil ist hier ein bisschen verhangen. So ähnliche Teile hatten wir ja schon. Oh, sieht aus wie so eine richtig dicke Rohrklemme. Aber naja, die Autos, die fahren hier alle vorbei, ne? Und dann wird das hier schnell entsorgt. Das ist eine stark befahrene Straße. Oh, verdammt, ey, ich glaube, nächstes Mal gehen wir echt zu dritt Magnetfischen, denn ich habe da unten was dranhängen.
und einem hier hat auch was dranhängen. Das sind zwei Eisenstangen. Wir ziehen jetzt beide hoch und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Hier unsere Ausbeute. An meinem Magnet war sogar oben eine kleine Eisenstange dran und unten dann halt nochmal zwei Stück. Das ist richtig geil mit dem. Komm, hauen wir wieder rein, das Teil. Bam. Oh, Freunde, ich hänge an irgendwas dran. Ich habe gerade so kräftig gezogen. So fest habe ich noch nie gezogen. Wir probieren das jetzt mal rauszuholen. Wir ziehen jetzt mal richtig fest da dran. Alter, mein Seil hängt fest. Oh, keine Chance, ich sag's euch. Oh, jetzt hat es sich gelöst. Nichts am Magneten, aber der war so fest da dran. Ich konnte ihn nur ruckartig lösen. Ziehen ging gar nicht. Also da scheint wohl was Großes, Stabiles drin zu sein. Naja, neuer Wurf, neues Glück. Boom. Gut gemacht. So, ich habe wieder was dran. Aber ich glaube, das ist wieder so ein Teil, wie wir schon mal hatten. Ja, sieht stark danach aus. Amy macht schön den Fluss sauber. Zeig mal her, was du gefunden hast. Ja. Oh ja. Komm, ich helfe dir mal beim Abmachen. Und sowas hatten wir schon. Ich habe auch noch ein paar Sachen rausgeholt. Die habe ich noch nicht abgefilmt, Freunde. Ich habe hier mal so zwei Ringe gefunden. Schaut euch das an. So komische Ringe. Weiß nicht, von was sie waren. Und dann habe ich hier nochmal so ein Dreieck gefunden gehabt, auch aus Metall. Ansonsten bisher nichts Neues. Wir machen weiter. Hab was Großes und Schweres dran, ey. Ich habe das durch den ganzen Fluss gezogen, hat man gemerkt. Holen wir es mal raus. Und das ist mal wieder ein schönes Beispiel dafür, wie stark diese Magneten sind. Schaut euch an, Freunde. Das hängt hier einfach so am Rand. Das haben wir sehr gut mitgeschleppt. Alter, was ist das? Das ist so eine fette Stange. Das da unten ist nur ein Stein. Der ist jetzt erstmal ab. Könnte ein Speer sein, aber ist nur eine normale Metallstange. Also Amy hängt jetzt auch an diesem ultraschweren Ding dran. Sie kriegt das auf jeden Fall nicht ab. Aber ich habe mal eine Idee. Und zwar werfe ich mal meinen Magneten daneben. Wir versuchen das mit doppelter Power, aber ich habe Angst, dass die Magneten aufeinandertreffen. Wenn die aufeinandertreffen, ich glaube, wir kriegen die dann nicht mehr auseinander. Aber ich riskiere es. Komm, wir riskieren es. Wer nichts riskiert, kann auch nichts gewinnen. Oh Mann, Freunde, ist das eingetroffen, was ich befürchtet habe. Die Magneten hängen aneinander, aber nur so an der Kante. Das bedeutet, wir können den abkriegen. Ich mache den so fest. So, und jetzt ziehe ich einfach ruckartig und das wird schon klappen. Ich hoffe, das klappt. Jawohl! Wir haben wirklich Glück gehabt, dass sie nur so an der Kante zusammenhängen, weil wenn die so richtig aufeinander wären, ich glaube, dann keine Chance. Schatz, ich werf deinen ins Wasser, ja? Okay. Oh, deiner ist voll süß und leicht im Vergleich zu meinem. Ja. Aber fast genauso stark. Und meinen noch hinterher. Oh Mann, ich habe Amys Magnet da voll ins Gebüsch geschmissen. Gönnst du den mir nicht, oder was? Nein, Mann, ich gönn dir den nicht, ey. Hab wieder was Schweres, Großes dran. Fühlt sich an wie ein halbes Auto, ey. Holen wir das mal raus. Oh ja, das ist wirklich sehr schwer. So. Boah. Erstmal hier rausholen ordentlich. Alter, ich krieg den Magnet nicht ab, Schatz. Der ist so fest da dran. Oh, ich hab's geschafft. Also richtig große, verbogene Eisenstange. Und das hier hat Amy gerade eben rausgeholt. Das sieht stark nach einer Hälfte von einem Fahrradgepäckträger aus. Also kann schon sein, dass hier noch ein Fahrrad drin liegt. Ey, diese Location hat einfach so viel zu bieten. Unfassbar, wie X-Faktor. Ich habe was richtig Dickes dran. Das ist vom Gefühl her bisher das Dickste, was ich überhaupt jemals hatte. Ich bin mal gespannt, was es sein wird. Und ich bin gespannt, ob ich es rauskriege, weil es ist im Wasser schon verdammt schwer. Man kann schon so ein bisschen sehen, dass da was dran hängt. Ich bin jetzt mal gespannt, was das sein wird. Es ist wirklich ultra schwer. Komm, wir ziehen das jetzt hoch. Und was haben wir da? Alter, was ist das, Schatz? Irgendwie sieht das raus wie ein Reifen. Ich kann es kaum halten. Junge. Ey, das ist so. Ich brauche heute nicht mehr ins Fitness gehen. Nee. Ich rutsche ab. Oh. Ich hab's verloren, es ist einfach so ultra schwer. Ich sag's euch, ich versuch's nochmal rauszuholen. Okay, ich hol's wieder raus. Ich muss schnell machen, weil es so ultra schwer ist. Boah, ganz kurz Pause. Was ist das, ey? Das gibt's ja gar nicht. Junge, Junge, Junge.
Wer schmeißt das da rein? Das ist eine Tonne, ey. Oh, ich kann das Seil nicht halten. Ich rutsch. So, kurz hier sichern. Und weiter geht's. Wir haben es gleich geschafft, Freunde. Das ist wirklich der allerschwerste Fund bisher. Oh, jawohl. Noch ein bisschen. Komm schon. Komm schon. Ey, da ist so Stacheldraht gewickelt. Boah, ich muss erst mal Luft holen, ne? Meine Hände, die fallen gleich ab. Eigentlich wollte ich heute noch ins Fitness gehen. Ich weiß nicht, ob das noch so sinnvoll ist. Erstmal den Magneten hier abmachen. Jetzt hängt da der ganze Draht hier dran. Das ist natürlich nicht so cool. Ich habe das jetzt ein bisschen untersucht. So untersucht, wie ein Frauenarzt dich untersucht. Und ich konnte feststellen, also ich vermute, das ist eine Kupferdrahtrolle. Und das ist so viel Draht da drin. Schaut euch das mal an. Alles aufgewickelt, richtig schön. Das Ding ist so unendlich schwer. Ey, den Kupferdraht, den können wir einschmelzen und Münzen draus machen. Was haltet ihr davon, Freunde? Ich mache eine kurze Pause, dann geht's weiter mit Magnetfischen. Und wieder einen dicken Fisch an der Angel gehabt. Ich weiß nicht, was das ist, Freunde. Scheint irgendein Blech von irgendwas zu sein, eine Schutzabdeckung oder sowas. Falls ihr wisst, was das ist, schreibt's mir in die Kommentare. Ansonsten habe ich hier ein richtig massives Eisenstück gefunden. Das ist wirklich auch sehr schwer. Und hier noch so ein bisschen Kleinzeug, eine Schraube, kleine Metallstange. Mal wieder ein Bierdeckel. Also ich muss sagen, die Magnete von Magneta sind viel, viel besser als die anderen Magnete. Die kann ich euch nur empfehlen. Link zu denen ist unten in der Beschreibung. Bei Amy läuft auch gut. Wir machen weiter. Wir sind noch nicht fertig für heute. Hey Freunde, ich bin sprachlos. Ihr glaubt nicht, was ich am Magneten hängen habe. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ich kann selbst nicht glauben. Ich bin so aufgeregt. Ich glaube, das ist eine Schrotflinte. Ungelogen. Okay, Freunde. Damit wir nicht so viel Aufsehen erregen. Also ich werde die Polizei sowieso rufen, ne? Werdet ihr ja gleich sehen. Damit wir nicht so viel Aufsehen erregen, warten wir kurz, bis die Autos weg sind. Ey, komm, film mal runter. Zeig das Teil mal von unten. Schau dir das an. Das. Was ist das? Was ist das für ein Teil, Mann? Was ist das für ein dickes Teil? Okay, wir holen das gleich raus. Ich glaub's ja nicht, Mann. Das ist eine Schrotflinte. Ungelogen. Oh mein Gott, ich fahre gleich in Ohnmacht, habe ich so das Gefühl. Freunde, schaut es euch an. Hier haben wir den Griff, da den Abzug und wie lang das Teil einfach ist. Und wenn ich das gleich hier umdrehe, kann man hier noch dieses Ding sehen, wo man nachlädt. Es scheint wirklich eine alte Schrotflinte zu sein. Ey, Freunde, ich bin sprachlos. Ich bin sowas von sprachlos. Was ist das denn? Die Polizei ist angerufen. Schaut euch das an. Ich zeige es euch nochmal kurz. Ey, mega krass, ich kann's nicht glauben, ne? Nochmal von der anderen Seite. Einfach unglaublich. Unglaublich. Also, falls ihr solche Videos nicht verpassen wollt, abonniert unbedingt den Kanal und aktiviert die Glocke. Oh, was sagst du dazu? Mhm. Hab gerade eben meinem Vater ein Bild geschickt, ne? Hört euch das mal an. Das gibt's doch nicht. Du kannst das ganze Museum da rausziehen. Das gibt's doch nicht, ne? Kein Mensch kann glauben, sowas. Richtig cool. Polizei war jetzt da, mal wieder. Schrotflinte wurde mitgenommen. Echt spektakulärer Fund. Ich durfte wieder nicht filmen, aber habe ich mir schon gleich gedacht. Gut, Freunde, das war's für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gut gefallen. Mir hat es auf jeden Fall gut gefallen. Heute wieder schön flusssauber gemacht. Fühlt sich gut an. Wir sehen uns die Tage wieder. Ich habe euch lieb, euer Johnny Hand. Peace.